Es geht in der Runde von der Swiss IT Security, eine Gruppe, eine Gemeinschaft von Unternehmen, geht es um den Threat, um die Threat Landscape Analyse. Ich habe mir sagen lassen, das Größte und das Umfangreichste, was man so kriegen kann auf dem Markt, ich bin gespannt darauf. Zuerst wird Mike Morgenstern eine Einführung geben. Mike Morgenstern darf schon mal auf die Bühne. Wir machen das immer so nach Namen. Und dann wird aber der Olaf Pursche übernehmen in der Moderation, nämlich von den anderen vier Kollegen, die sich jetzt ebenfalls hinsetzen. Also ich wünsche Ihnen eine angenehme halbe Stunde. Ich brauche noch den Präsenter. Präsenter fehlt? Genau. Können wir einen Präsenter haben? Bitte. No presentation, no sensation without presentation. Das ist der Präsenter. Juhu. Ja, auch nochmal von mir herzlich willkommen. Mein Name, wie gesagt, Mike Morgenstern. Ich bin technischer Leiter und einer der Geschäftsführer der Avautis GmbH, Teil der Swiss IT Security Group. Und ich werde vorneweg, bevor die Diskussionsrunde startet, erstmal ein bisschen was zur aktuellen Threat Landscape erzählen. Wer Avautis nicht kennt, wir testen IT-Sicherheitsprodukte, vor allen Dingen Endpoint-Produkte, aber auch auf dem Gateway. Kann man alles auf avtest.org nachlesen. Wir testen auch die Sicherheit von IoT-Produkten auf iottests.org zu finden. Und ganz wichtig, wenn man gute Tests machen will, dann muss man auch entsprechende Daten haben. Ja, das heißt, wir beobachten ständig die Angriffe, die draußen so in der Welt passieren, sammeln diese Daten, analysieren aktuelle Angriffe, klassifizieren diese entsprechend und das landet dann alles in unserem AV-Atlas-System. Auch das kann man sich einfach mal anschauen und so ein paar Zahlen und ein paar Analysen, die wir jetzt hier vorstellen, dann auch nochmal live nachvollziehen. Worum soll es heute so ein bisschen gehen? Zunächst reden wir erstmal über sogenannte Commodity Malware, ist nach wie vor ein Thema. Dann der Bereich Foothold and Persistence, aus zwei Perspektiven so ein bisschen angeschaut. Dann kommen wir zum unvermeidlichen Thema Ransomware, um dann zum Schluss nochmal darauf einzugehen, was passiert eigentlich im Kontext des Ukraine-Kriegs und was ist mit dem Thema Cyberwaffen. Hier erstmal zum Einstieg die Zahlen unserer Datenbank. Was haben wir in unserer Datenbank gesammelt an Schadsoftware? Ich bin mal ungefähr 10 Jahre zurückgegangen. Habe jetzt hier im Januar 2012 angefangen. Damals hatten wir ungefähr 60 Millionen Malware-Dateien gesammelt. Jetzt liegen wir bei etwa 1,2 Milliarden Malware- und POA-Dateien in der Datenbank. Wer den Begriff nicht kennt, POA, potenziell unerwünschte Applikationen, also alles das, was man auch nicht auf dem PC haben will, aber jetzt nicht per se Malware ist. Zurzeit sammeln wir etwa 300.000 bis 400.000 neue Malware-Dateien pro Tag ein. Zu den Hochzeiten hatten wir dort etwa 500.000 bis 600.000 neue Dateien pro Tag. Und das ist so ein Plateau, was wir etwa 2018 erreicht hatten. Und seitdem bewegen wir uns im Grunde auf diesem Level seitwärts fort. Ja, man kann also sagen, Commodity Malware hört man vielleicht nicht mehr so oft in den Medien. Ja, wenn man jetzt Berichte über Angriffe hört, dann geht es immer um Nation-State-Hacker, geht es um APTs, Advanced Persistent Threats, fortgeschrittene Angreifer und so weiter. Aber was wir eben beobachten, nach wie vor, Commodity-Malware ist ein riesengroßes Thema und die klassische Endpoint-Protection, die klassische Antivirensoftware kann halt trotzdem noch nicht abgeschaltet werden. Ja, die Angriffe gehen unvermindert weiter an der Stelle. Das ist vielleicht das, was man jetzt hier so raus mitnehmen kann. Wenn man das Ganze dann mal unterteilt in die vier großen Betriebssysteme, dann sieht man erstmal über 90% der Daten, die wir in der Datenbank haben, basieren auf Windows-Angriffen. Ja, also knapp 1 Milliarde Dateien sind allein für das Windows-Betriebssystem. Also wird der Gesamttrend an der Stelle durch Windows getrieben. Wort zu den Farben, das sind wieder die gleichen Farben wie vorher. Rot ist also Malware,
Blau hingegen ist dann PUA, potenziell unerwünschte Software. Was man bei Windows schön sieht, wir haben ja ein relativ konstantes Wachstum, irgendwas um die 15% pro Jahr. Ja, das ist ein etabliertes Geschäftsmodell für Kriminelle. Das geht auch immer schön so weiter. Mehr Bewegung ist dann hier bei den anderen Betriebssystemen drin. Wenn wir mal ganz runterschauen auf Android und auf macOS, fällt an der Stelle auf, dass wir hier einen sehr, sehr großen Anteil an PUA haben und der auch tatsächlich zunimmt, zumindest für Android. Kann man auch ganz gut erklären, wenn man sich nochmal bewusst macht, wie das Android-Betriebssystem aufgebaut ist. Es ist ein relativ abgeschlossenes System, zumindest dann, wenn man die Google-Dienste benutzt. Ja, wenn Sie jetzt ein Android-Handy benutzen, dann können Sie in aller Regel nur aus dem Google Play Store Apps nachinstallieren und nicht aus fremden Quellen. Und Google macht einen richtig guten Job, wenn es darum geht, Malware und PUA aus dem Store fernzuhalten. Bei Malware gelingt das sehr, sehr gut. Bei PUA ist es ein bisschen schwieriger, weil ja, das sind Applikationen, die umgehen die Regeln, aber brechen die Regeln des Stores nicht direkt. Und deswegen sehen wir auch, Kriminelle haben sich an der Stelle wirklich auf PUA statt auf Malware vermehrt eingeschossen. Und deswegen wächst der Anteil. Und das rutscht auch immer wieder mal in den Store rein. Und es werden dann entsprechend Nutzer infiziert. Warum sehen wir trotzdem relativ viel roten Anteil, relativ viel Malware auch für Android? Naja, weil die Google-Dienste nicht in allen Regionen der Welt benutzt werden. Ja, wenn wir jetzt nach China, nach Russland schauen oder Südamerika, dort werden Android-Handys ohne Google-Dienste benutzt und das heißt dann, dort müssen sich Nutzer ihre Apps aus anderen Marketplaces besorgen, aus anderen Quellen besorgen und das ist dann gefundenes Fressen für Angreifer. Und so sehen wir halt auch noch Malware-Infektionen an der Stelle. Für macOS kann man im Grunde das Gleiche sagen. Ja, wenn wir jetzt mal auf 2018, 2019 schauen, hat Malware dort eine absolut untergeordnete Rolle gespielt. Wir reden fast nur von potenziell unerwünschten Applikationen, was dann eben sowas ist wie Adware, Spyware und Ähnliches. Auch hier der Hintergrund, macOS ist erstmal so konfiguriert, dass ich nur aus dem Store laden kann oder nur Software installieren kann, die von vertrauenswürdigen Entwicklern kommt. Das kann ich zwar ändern, aber viele Nutzer nutzen es halt in der Standardeinstellung, so dass es für Malware-Schreiber wieder schwierig ist, ihren Code dort an der Stelle auf das System zu bekommen. Jetzt sehen wir dort natürlich eine starke Änderung vom Jahr 2019 auf 2020, wo man jetzt annehmen könnte, macOS wird auf einmal vermehrt mit Malware angegriffen. Ist tatsächlich nicht der Fall. Das geht alles auf eine einzige Malware-Familie zurück. Und zwar auf EvilQuest, war eine Ransomware, die sich gewissermaßen polymorph verhält. Wenn die einmal ausgeführt wird, erzeugt sie zig neue Varianten von sich selbst. Und das hat dann hier die Statistiken stark beeinflusst. Also auch ein Hinweis, wenn man jetzt auf die reinen Zahlen schaut, ja, die quantitative Aussage passt nicht immer zu dem, was dann tatsächlich dahinter steckte. Und insgesamt ist es trotzdem weiter so, macOS sehr, sehr geringes Wachstum. Ganz im Gegenteil dazu dann zum Schluss Linux. Ja, auf zwei Arten anders. Zum einen spielt hier PUA quasi keine Rolle. Wir sehen hier wirklich den Kreis fast komplett mit Rot, also mit Malware gefüllt. Und wir sehen hier ganz, ganz andere Wachstumsraten. Ja, sowohl 2019 als auch 2021 über 100% Wachstumsraten bei Linux. Und wir können das auch ganz gut qualitativ festmachen, woran das lag. Und zwar geht es hier um Malware, die sich an IoT-Geräte richtet. Ja, man kennt vielleicht noch den Computerwurm Mirai, der kam 2016 auf und hat IoT-Geräte befallen, hat sich selbst im Internet verbreitet, IP-Adressbereiche abgescannt, hat dann sogar die Telekom Speedport-Router teilweise lahmgelegt. Ja, war also eine ziemlich große Geschichte, hat sich dann 2017, 2018 noch intensiviert und das ist auch der Trend, den wir hier abbilden. Ja, es gibt nicht nur Mirai, es gibt auch XO, DDoS und auch noch andere Malware-Familien, die einfach immer nur zum Ziel haben, IoT-Geräte im Netz anzugreifen und dann von dort aus die nächsten Schritte zu gehen. Und das ist auch genau das, was wir dann hier sehen. Wir haben verschiedene Honeypots im Netzwerk deployed, im Internet deployed
und schneiden dann mit, wie viele Angriffe wir darauf sehen. Und die linke Verlaufsgrafik zeigt dann auch, wie viele Angriffe wir pro 3-Stunden-Zeitraum sehen. Das sind etwa im Moment über 50.000 Angriffe in einem 3-Stunden-Zeitraum, heißt also 15.000 bis 20.000 Angriffe pro Stunde, die allein wir mit unseren Honeypots dort mitschneiden. Und dann hört man oft so den Tipp, sperrt doch einfach die IP-Adressbereiche aus Russland, China, Nordkorea und dann seid ihr schon mal sicher vor den Angreifern. Und deswegen auch hier die Weltkarte, dass man sieht, wo die Angriffe tatsächlich herkommen. Und natürlich ist es so, dass Angreifer Infrastruktur weltweit nutzen und missbrauchen. Ja, es ist also nicht so, dass aus dem Büro in Moskau oder Pyongyang heraus der Angriff gestartet wird und man sich direkt identifizieren lässt. Ja, sondern man mietet sich halt Infrastruktur oder besorgt sie sich anderweitig. Und ich habe es gerade schon angesprochen, wir reden ja auch ganz, ganz viel von automatisierten Aktionen durch Malware, den Mirai-Wurm oder XOR-DDoS. Und hier ist es einfach so, sobald dort ein Gerät infiziert wurde, wird der ganze IP-Adressbereich abgescannt, um neue infizierbare Geräte zu finden. Und da ist es auch völlig egal, in welcher Geolocation wir uns befinden und wo sich die Ziele befinden. Also da wird keine Rücksicht genommen. Insofern, Angriffe können von überall herkommen. Wie geschehen jetzt diese Angriffe? Zum einen geht es hier um das Ausnutzen von Schwachstellen. Ja, IoT-Geräte, dort läuft auch entsprechend eine Firmware und Firmware ist auch eine Software und Software hat Schwachstellen, die dann entsprechend mit Exploits ausgenutzt werden kann, um eigenen Code dort auszuführen und das Gerät zu übernehmen. Das ist so einer der Angriffsvektoren. Der zweite Angriffsvektor, das sieht man auf der rechten Seite, sind einfach Standard-Benutzer und Benutzernamen und Passwörter. Ja, also Mirai zum Beispiel kommt mit einer langen Liste an Standard-Logins, an Standard-Credentials, die dann einfach durchprobiert werden, ob man sich in ein IoT-Gerät einloggen kann. Und genau das schneiden wir auch auf unseren Honeypots mit und sehen dann, ja, was sind so die typischen Nutzernamen und was sind die typischen Passwörter, die probiert werden. Und wenn man dann mal nachschaut, kann man das dann auch schon wieder ganz konkret bestimmten Geräten zuordnen, wo man dann sagen kann, ja, okay, ich weiß also, IP-Kameras von dem und dem Hersteller werden gerade von der aktuellen Mirai-Variante angegriffen, weil dann dort die Standardpasswörter bekannt sind. Insgesamt, ja, wie wir sehen, über 80 Millionen Angriffe. Allein auf unsere Honeypots haben wir bis jetzt in 2022 mitgeschnitten und es geht unvermindert jeden Tag weiter. Also im Moment ungefähr 500.000 Angriffe pro Tag und Sie können sich sicher sein, wenn Sie irgendein IoT-Gerät ins Netz stellen, dann wird es ab der ersten Minute durchgescannt und auf Schwachstellen und auf schwache Passwörter oder auf Standardpasswörter garantiert untersucht werden. Ja, jetzt haben wir das Thema Passwörter, Credentials, jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Ist nicht nur bei IoT-Geräten ein Problem, sondern natürlich auch bei Nutzerkonten. Ja, wenn Sie sich jetzt bei Ihrem Microsoft-Konto einloggen, wenn Sie sich jetzt in Ihren Firmen-Account einloggen, ist das ein großes Problem, wenn dann diese Logins per Phishing abgegriffen werden. Wir analysieren jeden Tag hunderttausende URLs, haben jetzt in diesem Jahr schon über 13,5 Millionen Webseiten analysiert und dann etwa 3 Millionen verdächtige Webseiten an der Stelle identifiziert. 2/3 davon sind noch klassisch Malware, ja, da wird dann irgendeine Backdoor oder ein Wurm verteilt, aber 1/3, in dem Fall jetzt über 1 Million Webseiten, waren Phishing, wo es ja dann wirklich darum geht, ja, sensible Zugangsdaten von Nutzern abzugreifen. Und was wir in der Verlaufsgrafik auch wieder sehen, der Anteil von Phishing hier in Blau nimmt zu. Ja, die Grafik startet jetzt im Juni, da war relativ wenig los, was Phishing angeht und hat sich dann ab August wirklich stark verstärkt. Und wir können sagen, Phishing ist auch mit einer wirklich stark wachsende Bedrohung. Und die Problematik hier ist natürlich, wenn ein Angreifer erstmal valide Nutzerdaten erbeutet hat, braucht er keine Malware mehr, um in das System oder Netzwerk einzudringen. Ja, es gibt keine auffälligen Alarme mehr. Es gibt nichts mehr, was ich jetzt direkt erkennen kann. Da müssen dann andere Mechanismen greifen. Ich muss sicherstellen, dass dann diese Zugangsdaten nicht Zugriff haben auf bestimmte relevante, interessante Bereiche. Aber das muss ich auch erstmal wieder selbst managen können. Und dann möchte ich natürlich auch irgendwann erkennen, dass so ein Angriff stattgefunden hat, dass Login-Credentials gestohlen wurden und missbraucht werden. Ja, und was passiert dann, wenn sich
Angreifer Zugang zu Login-Daten verschaffen, dann in Unternehmensnetzwerke eindringen können, dort dann die interessantesten Systeme, die interessantesten Daten auskundschaften, dann kommt es zu Ransomware-Angriffen. Jetzt hier an der Stelle keine technische Auswertung, sondern was wir hier gemacht haben, wir haben von Juli bis Oktober Presseberichte gesammelt. Ja, alles das, was in den Medien über Cyberangriffe in Europa berichtet wurde, haben wir insgesamt über 100 Artikel gefunden und einfach mal ausgewertet, wie viele dieser Angriffe wurden jetzt eindeutig als Ransomware klassifiziert und wie viele wurden ja nicht als Ransomware klassifiziert oder es blieb offen, ob es jetzt ein Ransomware-Angriff war oder nicht. Und wir haben hier gesehen, 60% der Angriffe, die in den Medien berichtet wurden, waren tatsächlich Ransomware-Angriffe. Was man auch noch schön sehen kann auf der Karte, die ganzen roten Punkte, ja, das sind die Ransomware-Angriffe, konzentriert sich alles in Westeuropa mit einzelnen Punkten auch in Südosteuropa. Interessant dazu aber der Unterschied dann in Osteuropa. Diese einzelnen Vorfälle habe ich mir nochmal genauer angeschaut, um zu sehen, was dahinter steckt. Und tatsächlich ist es so, dass das alles Angriffe waren, die entweder mit dem Ukraine-Krieg direkt in Verbindung standen oder zumindest russische Akteure dahinter standen, sodass man da sagen kann, okay, wir sehen jetzt hier bei den Angriffen, die öffentlich berichtet werden, zumindest eine relativ klare Trennung zwischen Ost- und Westeuropa. Und damit auch schon zum letzten Thema. Jetzt hier einmal keine Daten von uns, sondern von TrustWave, die das sehr schön aufgelistet haben. Was passiert in der Ukraine? Was macht Russland als Angreifer dort? Es gibt so zwei Motive, die Russland hier verfolgt. Zum einen oben sehen wir Sabotage, Destruction, unten sehen wir Spionage. Gerade so der Sabotagebereich, den wir oben sehen, das ist auch das, was in den Medien relativ breit berichtet wurde. Da wurden verschiedene sogenannte Disk Viper eingesetzt. Ja, jetzt hier einige Beispiele aufgelistet, Hermetic Viper, Isaac Viper und so weiter. Was wurde damit getan? Ja, Computersysteme in Einrichtungen der kritischen Infrastruktur in der Ukraine wurden angegriffen. Es wurden dort die Festplatten gelöscht, Daten gelöscht, Festplatten zerstört, um dann in der Folge dafür zu sorgen, dass dann diese Einrichtung der kritischen Infrastruktur ja nicht mehr operabel war, nicht mehr benutzt werden konnte. Das Ganze ist mit Start des Krieges im Februar losgegangen, lief dann noch über März und April weiter und wurde dann zumindest laut TrustWave mehr oder weniger auslaufen gelassen. Spionage hingegen ist sowieso etwas, was die ganze Zeit zwischen Staaten passiert und jetzt hier im Rahmen des Ukraine-Kriegs natürlich nochmal verstärkt. Ja, verschiedene Gruppen mit russischem Hintergrund, die jetzt unten auch nochmal aufgelistet sind, fahren ständig Spionageoperationen in der Ukraine und gegen die Ukraine. Ich habe das dann nochmal zum Anlass genommen und nochmal eigene Daten bei uns rausgezogen und wollte einfach mal schauen, wann haben wir jetzt die ersten Disk Viper so gesehen und habe das dann nochmal aufgeteilt in einmal die klassischen Disk Viper, die man auch schon vor dem Ukraine-Krieg gesehen hat. Die sind jetzt hier in Blau dargestellt. Ja, das ist jetzt also auch nichts Neues, was die Ukraine erfunden hat. Also das ist Malware, die es auch schon immer gab. Und dann nochmal die Malware in Rot dargestellt, die jetzt wirklich ganz konkret im Rahmen des Ukraine-Konflikts benutzt wurde. Und dann nehme ich jetzt mal die blauen Sachen raus, damit man wirklich jetzt die Sachen besser sieht, die mit der Ukraine im Zusammenhang stehen. Und auch hier sehen wir, das ging tatsächlich so richtig los im Februar, März, April. Ja, dort sehen wir dann die erste Aktivität und das deckt sich auch mit dem, was TrustWave gesehen und reportet hat. Dann aber zu meiner Überraschung ging es tatsächlich noch weiter vom Mai bis jetzt auch noch in den Oktober hinein, dass wir immer noch Aktivität gesehen haben mit dieser spezifischen Malware. Das sind Dinge, die im Moment noch nicht wirklich berichtet werden. Wir können das auch noch nicht wirklich konkreten Angriffen zuordnen. Wir sehen einfach nur, dass immer wieder neue Varianten von Angriffen hier entwickelt werden und dann irgendwann bei uns in der Datenbank auch auftauchen. Ja, und was auch schon war, gerade so im Anfangsbereich April, Mai herum, gab es Angriffe, die dann auch zum Beispiel in Westeuropa und in Deutschland Schäden verursacht haben. Obwohl die Ukraine Ziel war, gab es auch an der Stelle Kollateralschäden. Und auch Unternehmen in Deutschland waren dann zum Beispiel durch solche Cyberwaffen betroffen.
So viel von mir erstmal als Einführung in die Diskussionsrunde und dann können wir jetzt daran gerne anschließen. Mike, ich könnte dir stundenlang zuhören, tatsächlich, aber wir haben auch noch eine Diskussionsrunde, in die wir gehen wollen. Deswegen möchte ich erstmal die Kolleginnen und Kollegen, die hier auf der Bühne sind, neben Mike Morgenstern, kurz vorstellen. Einmal den Frank Schlottke, Geschäftsführer der EPSEC und unser Head of Sales. Dann den Stefan Sachweh, Geschäftsführer der Swiss IT Security Deutschland. Dann den Tobias Trebing von XM Cyber. Und wir sind ganz froh, dich auf der Bühne zu haben. Und den Volker Röthel, Geschäftsführer der ITSEC. Und alle verbunden unter unserem Dach der Swiss IT Security Group. Jetzt haben wir eine ganze Menge gehört, Mike, unter anderem 1 Milliarde Software-Samples bei uns in der Datenbank. Ich habe mal durchgerechnet, das sind für die Zeit irgendwie, zumindest die wir jetzt aktuell hier sind, 5,2 neue Schadprogramme pro Sekunde. Das ist ein ordentliches Brett. Frage, ist die Sicherheitslage so angespannt wie bisher noch nie? Also bei 5,2 Samples pro Sekunde würde ich sagen, das sieht nicht gut aus, meine Herren. Vielleicht mal anzuknüpfen. Die reine Zahl sagt natürlich nur die Hälfte aus. Ja. Was wir jetzt wirklich vermehrt sehen, ist ja, dass Angriffe von überall auf verschiedenen Ebenen kommen. Commodity-Malware ist das eine, gezielte Angriffe das andere, Industriespionage, Nation-State-Hacker, automatisierte Angriffe und so weiter und so fort. Also es ist schon so, dass die Bedrohungslage extrem angespannt ist, auch unabhängig jetzt von den Zahlen. Vielleicht ergänzen, dass wir bei den Kunden natürlich auch sehen, dass die Einschläge bei den Kunden deutlich näher kommen. Jeder kennt irgendeinen, der betroffen ist und der irgendwo dran ist. Und ich glaube, das gibt schon Anlass zur Sorge oder eben den Anstoß, etwas zu tun. Ich bin relativ häufig tatsächlich mit CISOs von möglichen Kunden von uns im Gespräch und immer wieder frage ich gern so in die Runde, wer von Ihnen ist nicht gebreached worden in den letzten, sagen wir mal, 6 bis 12 Monaten? Früher gingen noch relativ viele Hände hoch, heute geht fast keine Hand mehr hoch. Mitunter ist es gerade mal 2, 3 Wochen her, dass der letzte Breach stattgefunden hat. Manche Kunden sind gerade in der Recovery-Phase und haben immer noch massive Probleme. Ich finde es sehr, sehr erschreckend. Ich glaube, logischerweise, wie Mike, du hast es gerade auch schon gesagt, Frank, du auch, die Zahlen gehen nach oben, die Visibilität geht natürlich auch nach oben. Aber ich denke, gerade Malware ist mittlerweile, oder auch Ransomware ist mittlerweile wie eine Art Service wahrzunehmen. Ich kann mir selbst meine eigene Ransomware mit eigenen Zielen zusammenklicken. Ich brauche dafür kein wirkliches technisches Wissen mehr und fange halt morgen an, die Firma A zu attackieren. Und ich habe wahrscheinlich sehr, sehr einfach Erfolg. Wenn ich da mal nachfragen darf, Tobi, du sagst gerade, ich kann mir das im Grunde genommen selbst zusammenklicken. Ne? Jetzt hat Mike die ganze Zeit über Commodity-Malware gesprochen und das macht, glaube ich, offenkundig das Gros der Malware aus, gegen die wir hier arbeiten müssen. Frage, ist das automatisiert hergestellte Malware, ist das eine Industrie, eine Malware-Industrie, die arbeitsteilig arbeitet? Gibt es eine ITSA für Malware quasi, nur wir wissen nicht davon? Oder wo muss ich da hingehen, also wenn ich mir das selbst zusammenklicken will? Schöne Frage. Ich würde gerne zur ITSA für Malware gehen. Also ja. Würde ich tatsächlich ganz interessant finden. Aber ich glaube, dass du vollkommen recht hast. Malware as a Service, ich habe das bewusst so genannt. Ich brauche kein technisches Wissen mehr. Ich mache einfach so 5, 6 Klicks in tatsächlich einem Point-and-Click-Tool und baue mir meine eigene Ransomware, meine eigene Malware zusammen, die ich dann selber benutzen kann in eigenen Kampagnen. Oder ich lasse sogar noch den ganzen Service weiterlaufen und lasse die Kampagnen sogar über den Anbieter, also effektiv hinter der, dahinter steckt ja eine Industrie, darüber lancieren und dann effektiv auch starten. Okay. Was sind die Einfallstore? Also wir haben gesehen, Phishing ist eins. Aber ja, gibt es andere? Wie kriegen wir die dicht? Was muss man machen? Ja, Einfallstore sind wirklich die Klassiker, ja, die man auch vielleicht selbst immer wieder mal auch sieht. E-Mails mit Malware-Anhängen, ja, sollten hoffentlich schon zum größten Teil an Security-Gateways abgefangen werden. Trotzdem kommt das immer noch durch. Credential-Phishing, ja, ganz klassische. Klassische Malware spielt immer noch eine große Rolle, aber ich glaube, gerade gestohlene Login-Daten ist ein Problem, was ansteigt.
Ich denke, ein wichtiger Punkt ist, wir haben vor einigen Jahren immer gehabt, eine Situation, in der Kunden sagen, naja, wir sind da bei euch, ne? Swiss IT Security oder wo auch immer, wir sind da gut aufgehoben. Uns kann es nicht passieren. Uns kann es nicht passieren, das gibt es nicht mehr. Und ich glaube, dass es deswegen vor allem daran liegt, dass egal wie Angreifer reinkommen, sie kommen ganz oft über die schwächste Stelle. Und die schwächste Stelle ist einfach der Mensch. Wenn die Menschen nicht gut genug ausgebildet sind, dann sind sie einfach nicht im Schnitt. Dann wird es immer Einfallstore geben. Okay, das heißt, ich brauche Awareness. Neben Awareness auch noch die Unterstützung der Menschen durch Technik, dass halt erstmal möglichst wenig ankommt und wenn sie dann doch irgendwo klicken sollten, dass es vielleicht noch einen Filter gibt, das wegzufangen. Aber das Wichtigste ist sicherlich Schulung der Mitarbeiter. Okay. Wir haben eben gerade gehört, Ransomware, gerade mit Angriffen auf kritische Infrastruktur, ne? Ist das ja definitiv ein Thema. Ich habe eine Geschichte zu erzählen, kommen von Neustadt am Rübenberge, am Schönsteinruher Meer. Da hatten wir eine Ransomware-Attacke auf die städtische Verwaltung. Das hat dazu geführt, 4 Monate keine Autoanmeldestelle mehr, keine Reisepässeausgaben, nichts. Ist Public da besonders betroffen? Oder wenn ich auf Krankenhäuser gucke, ne, du hast es vorhin gesagt, Mike, wir haben mal ausgewertet, was waren die Ransomware-Attacken, die in den Medien erschienen? Ne? Die meisten werden ja wohl kaum ein Interesse daran haben, damit in den Medien zu landen. Wie sieht das da aus? Also ich höre eigentlich immer nur Krankenhäuser oder eben die Region, in der ich selber gewohnt habe oder wohne, irgendwie, dass da nichts mehr geht. Sind nur die betroffen oder hört man die anderen nicht? Ich würde gar nicht sagen, dass Krankenhäuser ganz speziell betroffen sind. Ich glaube, das hat viel mit Wahrnehmung und natürlich mit Berichterstattung zu tun. Krankenhäuser, da gehen wir hin, wenn wir krank sind. So, das betrifft uns selber, so eine Art Personal Supply Chain. Das Ding ist, wenn ich mir das anschaue, es wird doch heutzutage eigentlich jeder gepreacht. Ich mache Google News auf und irgendwie jeden Tag sehe ich irgendeinen neuen Breach. Es ist nichts Neues mehr. Vor ein paar Jahren war das sicherlich noch anders, gar keine Frage. Was du gerade auch sagtest, Breaches passieren. Es ist nicht die Frage ob, sondern wann. Und ich kann noch so gut aufgestellt sein. Mike, du hast von Phishing gesprochen, von Downloads gesprochen oder Mail-Anhängen, Drive-by-Downloads. Ich habe selber früher Pentesting betrieben. Meine Lieblingsvariante, um in Unternehmen einzudringen, ich nehme den USB-Stick und schmeiße den auf den Kundenparkplatz. Irgendwer ist neugierig. Irgendwer nimmt den USB-Stick mit ins Büro und steckt ihn an den Rechner. So, ja, und zack, bin ich im Netzwerk, beziehungsweise zumindest mal auf einem Rechner. Und das ist ja auch letztendlich den Ansatz, den wir effektiv mit XM fahren und sagen, naja, was ist denn, wenn überhaupt der Angreifer mal im Netzwerk ist? Wo kommt denn der überall hin? Und vor allen Dingen, warum kommt der da hin? Mike, du hast von Schwachstellen gesprochen, Software-Schwachstellen. Absolut, bin ich bei dir. Es ist total wichtig zu patchen. Aber wenn ich so unsere Statistiken angucke, 3/4 aller Angriffsarten finden eigentlich nur über Credentials statt. Ich brauche doch gar keine Schwachstelle mehr ausnutzen, wenn ich von dir die Domain-Admin-Rechte kriege. Oder wenn ich, Olaf, bei dir die Azure-Tokens auf deiner Kiste unverschlüsselt sehe. Das ist unfassbar einfach für mich als Angreifer, tatsächlich kritische Systeme in einem Unternehmen zu kompromittieren. Und da ist es gänzlich egal, ob wir von einem Krankenhaus reden, von einem Energieversorger reden, von deiner Autoanmeldestelle oder von ganz normalen Privatunternehmen. Ich glaube, dass eigentlich die Frage nicht ist, ob ich gehackt werde, sondern wann. Und dieses Umdenken muss man, glaube ich, mal für sich selber realisieren. Es ist, wie gesagt, nicht die Frage, ob, sondern eher wann. Und was tue ich dann? Wie bin ich vorbereitet? Welche Schwachstellen habe ich im Vorfeld vielleicht schon geschlossen? Wo habe ich meine Kronjuwelen? Wie habe ich die nochmal abgesichert? Ich glaube nicht, dass es ein Ob ist, sondern wirklich nur ein Wann. Und das zeigen auch alle Zahlen und alles, was man sieht und liest und auch aus Gesprächen erfährt, dass das genauso ist. Genau, und um da auch anzuknüpfen, ja, es ist wirklich nicht das Ob und das Wann ist eigentlich auch schon den meisten jetzt bekannt. Und dann ist die Frage, wie viel Schaden verursacht das Ganze jetzt? Ja, dass irgendwas an der Peripherie mal infiziert wird, sei es jetzt ein IoT-Gerät, ein bestimmter Nutzer-Account, das wird passieren, das wird auch immer wieder passieren. Und dann muss man aber so aufgestellt sein, dass der Schaden
möglichst gut eingedämmt werden kann, möglichst schnell erkannt werden kann und man auch genau sehen kann, was haben Angreifer jetzt tun können und ich entsprechend das Incident Response hier an der Stelle betreiben kann. Ich würde nochmal zurückgehen auf die eigentliche Frage, ist Public gefährdeter als der Rest? Ich glaube nein, angegriffen werden die meisten ungezielt, das heißt irgendwann erwischt es jeden. Aber wenn jetzt die Anzeigetafel in der Bahn ausfällt, dann merkt das jeder. Ja. Wenn der Hausarzt um die Ecke keine Rezepte schreiben kann, dann merkt das vielleicht das lokale Umfeld oder er geht in Urlaub, bis es behoben ist. Das heißt, die Präsenz vom Public ist viel, viel größer, deswegen merkt man mehr davon. Ja, definitiv. Also insofern haben viele KMUs vielleicht sogar Glück, dass man nicht so ans Licht gezerrt wird, ne? Obwohl offenkundig annähernd wohl doch jeder bald dran ist. Ich habe dazu eine aktuelle Wensen-Born-Studie mitgebracht, um bei der Ransomware zu bleiben. Und die sagt, 71% der über Ransomware attackierten deutschen Unternehmen haben ihre Daten über Backups zurückgekriegt 2021. Die wurde im Februar ausgewertet, diese Studie. Heißt aber auch, und das wurde auch tatsächlich soweit zugegeben, über 20% haben Lösegeld gezahlt. Und zwar nicht zu knapp die Folgekosten so eines Ransomware-Angriffs, ne, also nicht nur das Lösegeld selber, da haben sie jetzt keine Angaben drüber gemacht, leider. Ne, das versaut wahrscheinlich auch die Preise, aber im Großen und Ganzen war das mit Folgekosten und das Unternehmen danach 4 bis 6 Monate noch mit diesem Angriff beschäftigt waren, pro Unternehmen, deutschem Unternehmen 1,7 Millionen Euro Schadenssumme. Und da von denen, die Ransomware gezahlt haben, also die Ransom gezahlt haben, haben nur 64% ihre Daten zurückgekriegt. Eigentlich kein gutes Geschäftsmodell. Ich kann vielleicht aus eigener Erfahrung, aber aus dem Bekanntenkreis sagen, Leute, die bezahlt haben, und wir haben ja gehört, wenn ich es richtig addiert habe, 29% bezahlen. Über 20. Genau. Bedeutet das, in jeder Liste, in jedem neuen Angriff, der fährt, bin ich ganz oben auf den Angriffszielen. Weil ich habe ja schon mal bezahlt. Ob ich es zurückbekommen habe oder nicht, spielt gar keine Rolle. Also wer bezahlt hat, der hätte gleich, also der kann gleich noch viel mehr Geld hinterher schicken, weil er ist immer ganz oben auf der Liste derer, die zukünftig attackiert wird, weil das lohnt sich ja offensichtlich bei ihm. Es ist natürlich auch noch irgendwie ein ganz anderes Thema, wenn wir jetzt gerade über Ransom und Ransomware sprechen. Ich mache mich theoretisch strafbar, wenn ich nur Ransom bezahle. Zumindest im deutschen Raum. Das ist in sich natürlich auch nochmal ein Problem. Meines Wissens nach wird es strafrechtlich nicht verfolgt. Aber trotzdem unterstütze ich damit ja effektiv das, was passiert ist, beziehungsweise die Gruppen, die dahinter sind. Und das ist vielleicht eher ein moralischer Konflikt, den man an der Stelle hat. Du hast gesagt, wie viel waren es? 71% irgendwie über Backup? 71% über Backup, ja. Konnten es wiederherstellen, das ist schön, das ist auch wichtig. Viele Kunden, respektive Unternehmen, mit denen ich mich unterhalte, ja, die finden dann halt heraus, dass ihr Backup gar nicht funktioniert, also operationell gar nicht funktioniert oder auch verschlüsselt ist und die ganzen Tapes halt nicht rechtzeitig da sind. Das heißt, ich habe einen extremen Ausfall an meiner eigenen Produktivität und das ist in sich natürlich ein Riesenthema. Also was die Statistik auch noch zeigt, ist, dass die Standard... Die Basics der IT-Security einfach in vielen Unternehmen noch nicht da ist. Also wenn nur 71% ihre Daten aus dem Backup wiederholen können, ist das eine sehr niedrige Zahl. Da müsste eigentlich nur 100% stehen, weil jedes Unternehmen sollte ein vernünftiges Backup haben. Aber solche Unternehmen haben auch zum Beispiel Schwierigkeiten, eine Cyber-Security-Versicherung abzuschließen, weil es gibt halt Standardobliegenheiten, die man erfüllen müssen. Das ist Notfallhandbuch, ein Backup, Netzwerksegmentierung, Privileged Access Management. Wenn man das nicht hat, dann kriegt man keine Security-Versicherung mehr an der Stelle. Und allein aus diesem Grund sollte man diese Basics auf jeden Fall schon mal realisieren. Können wir die Basics... Achso, entschuldige, Volker. Ja, und bezahlen muss ja auch nur der, der die Daten nicht anderweitig zurückkriegt. Das heißt, wer vorbereitet ist darauf, was passiert im Ernstfall, wer schnell genug erkennt, dass er ein Problem hat, der muss halt nicht bezahlen. Mal abgesehen davon, dass wir das alles bieten, aber was sind die essentiellen Sicherheitslösungen, die man als Mittelständler haben sollte, auf der Piste haben sollte, gerade wenn wir über Ransomware reden? Also Backup haben wir geklärt, so, ist klar.
Du fragst die Frage gerade einen Hersteller oder zumindest ein Vertreter eines Softwareherstellers, deswegen kenne ich meine Antwort, die ich geben würde. Ich schiele einfach mal darüber. Nein, aber Spaß beiseite. Du hast es gerade sehr, sehr richtig gesagt. Essentielle IT-Grundlagen. Ich gebe Ihnen ein simples Beispiel. Ich mache ziemlich viele POCs in meinem Leben. Bin jetzt seit knapp 2 Jahren dabei. Ich kann sie gar nicht mehr zählen. Und ich verspreche Ihnen, ich kann mich an einen einzigen POC erinnern, in dem wir die Domäne nicht kompromittieren konnten. Ein einziger, out of, keine Ahnung, sagen wir mal 100. Ich meine, wenn man sich das mal überlegt, ich als Angreifer habe irgendwo so einen initialen Breach, ne, besagter USB-Stick, Phishing, was auch immer, ganz egal. Und in ein paar Schritten übernehme ich die komplette Domäne, ohne großen Aufwand. Warum? Weil ich vielleicht als Kunde alles schön gepatcht habe, das ist wunderbar, aber die Credentials immer noch in NTLM-Hashes rumliegen. NTLM ist so 90er. Warum? Also ich verstehe es tatsächlich nicht. Sicherlich gibt es viele, viele Baustellen für Unternehmen, die adressiert werden müssen, aber das ist so sehr offensichtlich und das finde ich, diese Grundlagen sind extrem wichtig zu betrachten. Das vielleicht nochmal als kurzer Zusatz zu dem, was du sagtest. Ja, ich meine, die Frage, was ich schützen soll und wie, da muss ich eigentlich nur eine Zeitschrift aufschlagen, eine einschlägige, da wird mir schon berichtet, was ich tun soll, dass ich dazu noch ein paar Konzepte brauche, dass ich Awareness, ist vorhin mal gefallen als Schlagwort, dass ich meine Mitarbeiter auch mitnehmen muss, das gehört dazu und wie gesagt, das Bewusstsein, es wird mich erwischen und es ist nur die Frage, wo und wie erwischt es mich, dass ich darauf vorbereitet bin und auch darauf vorbereitet bin, was tue ich im Notfall. Weil ich kann mich nicht, hundertprozentige Sicherheit gibt es leider nicht. Und dann habe ich sowieso zu wenig Ressourcen, mit denen ich arbeiten kann und muss dann schauen, in welchem Bereich setze ich die am erfolgversprechendsten ein, um mich zu schützen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Punkt, dass ich die Ressourcen dahin bringe, wo ich sie wirklich am gewinnbringendsten einsetzen kann. Aber häufig ist das den Unternehmen wahrscheinlich gar nicht so richtig klar. Ne? Also ich glaube, wenn ich jetzt mal die Nachrichtenlage dieser Woche oder dieses Monats durchgehe, dann reicht es zu wissen, wo man 2 Kabel durchtrennen muss, dann funktioniert die halbe Bahn nicht mehr. Und das ist ja nun auch noch eine krude Geschichte. Ich glaube, irgendwer von mir hat mir erzählt, dass die den ganzen Rotz da ins Internet geladen haben, irgendwie unfreiwillig. Also das ist ja dann quasi noch fast eher Anleitung und man bettelt quasi danach. Ne? Brauchen wir Assessments irgendwie, die wir natürlich auch geben können, um da Abhilfe zu schaffen? Ich, ohne mich jetzt direkt zu dem Vorfall äußern zu wollen, ins Internet gestellt, so, das ist das eine. Du sprichst einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, ist Sichtbarkeit letztendlich. Ich weiß doch als Unternehmen zum Teil gar nicht mehr, was überhaupt in meinem Netzwerk ist, was in welcher Ecke steht und wie welche Ecke eigentlich so in sich selbst konfiguriert ist und was da eigentlich so genau drauf ist. Wie will ich dann irgendwas schützen? Also Frank, du hast vollkommen recht, ich muss das schützen, was schützenswert ist, was für mich als Unternehmen kritisch ist, egal was es für Daten sind, aber dazu muss ich wissen, wo sie sind, wo sie überhaupt gelagert sind und wie sie gelagert werden, respektive welche Wege dahin führen. Und wenn das halt ein PDF ist, was auf einem Webserver rumliegt und jeder einsehen kann, dann ist das ziemlich blöd. Und da kann natürlich ein Assessment helfen, überhaupt erstmal so eine Art Footprint zu erstellen, so sieht's aus. Und das, so sollte es nicht aussehen. Das heißt, mach so eine typische Analyse und kann daraus dann ableiten, was sind meine kritischsten Baustellen. Ja. Okay. Wir hatten ja auch den Ausflug, Mike, in die Military Ransomware. Da will ich mal noch ein Stück zurückgehen. Und zwar 2017, da sah die politische Lage auch noch ein bisschen anders aus. Für die Ukraine war sie zu dem Zeitpunkt auch schon relativ unangenehm. Da gab es Ransomware-Angriffe über Petya, NotPetya. Eventuell kennt man die sogar noch. Und die führten Angriffe auch auf ein Buchhaltungssystem durch, was ausschließlich in der Ukraine eingesetzt wurde, MI-DOC. Und weil viele Unternehmen auch mit dieser Software arbeiten mussten, um in der Ukraine Geschäfte zu machen, unter anderem Maersk zum Beispiel, ne, mit Millionen, Milliarden Schäden, FedEx, Beiersdorf. Das hatte ja schon auch, also das waren eigentlich eher Kollateralschäden, oder? Man wollte wen ganz anders treffen. Aber jetzt sind wir ja, nach dem, was wir hier gesehen haben, schon auch involviert. Ne? Jetzt nicht als direkte Kriegspartei, aber
also Kollateralschäden wird es jetzt vielleicht gar nicht mehr so wirklich geben. Sind wir was das angeht, in einer komplett anderen Situation? Wahrscheinlich schon. Naja, ich hatte vorhin schon gesagt, es wurden auch Unternehmen jetzt in Westeuropa und auch in Deutschland getroffen als Kollateralschaden. Das Beispiel, auf was ich anspiele, ist das CASAT-Satellitennetzwerk. Ging es einfach darum, dass Windkraftbetreiber ihre Windkraftanlagen darüber remote überwachen und steuern können. Und gab es Angriffe eigentlich auf kritische Infrastruktur in der Ukraine. Es waren dann aber auch Geräte, Windkrafträder in Deutschland betroffen als Kollateralschaden. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, war das Absicht oder war es wirklich ein Kollateralschaden? Was wir wissen ist, dass es ständig Spionageaktivitäten auf dem Level gibt aus Russland in Richtung Westeuropa. Und dann liegt es natürlich auch nahe, dass auch Sabotageaktivitäten jetzt an der Stelle auch gezielt zunehmen. Kann man immer noch als entweder Sabotage tarnen oder ein anderer Ansatz ist der, man sagt einfach, okay, das sind Ransomware-Angriffe von Ransomware-Gruppen. Da hat der russische Staat nichts mit zu tun, fördert das natürlich und findet das trotzdem gut. Ich denke, als Unternehmer ist es mir auch völlig egal, ob ich als Kollateralschaden Schaden nehme oder ob das jemand absichtlich gemacht hat. Also ja, definitiv. Würde ich genauso sehen. Ja. Also ich glaube, was wir auch haben, ist ja eine Aussage des Heeresinspekteurs Alfons Maes, der gesagt hat, also Anfang des Jahres, die Bundeswehr steht blank da. Jetzt haben wir ne, mit Wumms und Doppelwumms und was wir da so alles haben, irgendwie haben wir zumindest mal 100 Milliarden Wumms für die Bundeswehr. Da ist aber kein einziger Cent für digitale Abwehr drin. Was ist eure Meinung dazu? Das ist eine politische Frage, ne? Das ist eigentlich ein bisschen fies. Aber könnte mehr gehen. Zu politischen Themen äußere ich mich ja immer. Was bedeutet das? Ich meine, man kann mir immer überlegen, ein Spezialist für IT-Sicherheit, der heute in die Wirtschaft geht, verdient mindestens das Doppelte von einem Unteroffizier oder Feldwebel, das ist so die vielleicht auch Oberfeld- oder Hauptfeldwebel, der in der IT-Abwehrtruppe des Bundes ist. Also ich glaube, man muss da schon ein bisschen was tun und man muss Geld in die Hand nehmen, um uns und unsere kritischen Infrastrukturen zu schützen. Das gibt's nicht umsonst. Ein schöneres Schlusswort kann es tatsächlich nicht geben.